Moins, Leute! Neue Runde Minecraft, würde ich einfach mal so ganz spontan jetzt sagen. Und damit willkommen zurück. Muss mir erstmal hier richtig hinsetzen. So. Mann. Auf jeden Fall dachte ich jetzt so, dass wir jetzt einfach mal eine Runde Minecraft machen. Also auf geht's. Minecraft. Ja, seit der letzten Aufnahme ist einiges passiert. Ich habe endlich mal die Mods wieder aktualisiert. Wir haben jetzt auch endlich wieder Optifine. So. Kleines Fernglas. Ja, und an alle anderen Mods kennt ihr ja bereits. Da ist sonst auch nichts weiter dazugekommen. Was gibt's noch Neues? Eigentlich sonst fällt mir jetzt gerade so nichts ein. Aber... genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe mal geguckt, was wir... okay. Ich habe mal geguckt, was wir brauchen, um diesen Verzauberungstisch zu basteln. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Obsidian. Und da ich jetzt aber keine Lust habe, mir das zu gießen, also wir müssen es ja sowieso abbauen, dachte ich mir, dass wir es jetzt uns erstmal besorgen. Also das... okay, das war jetzt falsch. Das Obsidian, versteht sich. So, da unsere Diamant-Spitzhacke bald abkackt. Und unser Helm ist irgendwie auch kaputt. Nehmen wir uns mal den hier noch mit. Ich weiß gar nicht, wo wir den her haben. So. Was wollte ich... hier. Machen wir uns so eine Spitzhacke. Aus Eisen. So. Zack. Und dann geht das los. Ich weiß auch jetzt gar nicht. Ich meine, wir haben ja nun wirklich Höhlen ohne Ende. Hier so bei uns in der Nähe. Da ist ein Creeper. Hallo. Na komm her. Na los. Und noch einmal. Zack. Weg ist er. So, hier ist aber keine Höhle gewesen. Also gehen wir mal einfach in die Richtung. Wo war denn das? Hier nicht. Hier war doch irgendwo der Eingang zu einer Mega-Höhle. Ich frage mich jetzt bloß gerade. Hier nicht. Hier war sie schon mal nicht. Oh Gott, war das knapp. Alter Schwede. Oh, oh Gott. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht auf diesem Wege nach unten. Vielleicht treffen wir den Wasserfall. Zack. Hammer. Und dann lassen wir uns einfach mal nach unten schwimmen. Und da sind wir. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Nehmen wir natürlich mit. Da sind schon wieder Viecher. Ich habe keinen Bogen mehr, verdammt. Wieder nicht. Schon wieder keinen Bogen. Boah, da ist noch ein Skelett. Jetzt geht's ja los hier. Ich renne. Ich renne. Und eine Spinne höre ich auch noch. Was liegt denn da? Ah, okay. Bin ich auf den Sack. Stirb. Ist irgendwo ein Spawner oder was ist hier los? Kein Bogen für uns. Mano. Zombie. Aber wo? Ich ändere mal eben schnell die Playlist. So. Wir brauchen ja Obsidian. Kohle wäre auch nicht schlecht. Mann, dieses Scheißwasser.
Mann, Wasser. So. Muss reichen. Okay, mehr ist auch nicht da. Bin wieder weg hier, lass mich raus. Eisen, so im Vorbeigleiten. Da ist ein Slime irgendwo. Da ist er. Okay, Eisen lassen wir jetzt mal liegen. Muss ja irgendwo bald Obsidian kommen. Höhe 17 sind wir. Da ist Obsidian, perfekt. Dann bauen wir das jetzt hier ab. Das dauert sicherlich erstmal 6 Jahre. Schön lecker Obsidian abbauen. Das geht natürlich nur mit der Diamantspitzhacke, wie die meisten vielleicht schon wissen. Ich habe wieder keinen Eimer mit. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke Obsidian wir jetzt brauchten. 4 oder so? Ich nehme einfach mal ein paar mit. So, ein Stack. Stehen wir morgen noch hier so? Nein, Quatsch. Ja, schauen wir mal. Erstmal Obsidian abbauen. Das ist natürlich auch sehr spaßig. Mann, ist das spaßig. Geil. 6 Jahre lang Obsidian abbauen. Und was hast du in deinem Leben so gemacht? Der Obsidian abgebaut. Ja los, hau ich den Mist. Oh, das war knapp. Nehmen wir mal eine Hocke, damit wir nirgendwo runterfallen. So, wie viel haben wir jetzt? 6 Obsidian, wird ja wohl reichen. So. Und voran von der Theorie. Los, spring mal was weg hier. Na los. Wow, hey. Wir haben jetzt ungeahnte Möglichkeiten hier. Unglaublich, hey, wow. Huhuhu. Hier ist noch mehr Lava, aber hier ist nichts. Da ist noch Redstone. Ich vergesse es jedes Mal, einen Wassereimer mitzunehmen. So. So. Okay, das war's. Na gut. Würde ich sagen, machen wir uns wieder vom Acker, weil das, was wir wollten, haben wir. Muss mal gucken, ob wir hier wieder einen Ausgang finden. Oh Gott, unser Schwert kackt bald ab. Natürlich auch schön. Sowieso alles ab. Mann, okay, hier geht's hoch. So, Nase kratzen. Ich glaube, hier war eine Sackgasse. Okay, wir bauen uns da oben. Die wir das schon kennen. Ja, der war zu weit. Ja, und auf Facebook habe ich schon gepostet ein Real-Life-Video von Far Cry 3. Das müsste jetzt, wenn die Aufnahme bei euch rauskommt, ja, schon so ein paar Tage her sein. Aber auf jeden Fall sehr empfehlenswertes Video. Echt Hammer, der Typ, der den Bösewicht, sage ich mal, weil mir jetzt der Name nicht einfällt, dargestellt hat. Also wirklich schauspielerische Leistungen, der Hammer. Einfach der Hammer. Und dafür Respekt. Also muss ich schon sagen. Video fand ich auf jeden Fall sehr geil. Hab's auch direkt gepostet. Für die Leute, die es interessiert. Oh, mal eine Fackel hier ran. Damit ihr auch was seht. So. Ja. Oh, Kies. Wow. So.
Ist das jetzt euer Ernst, Kies? Völlig unausgerüstet sind wir hier losgelaufen, natürlich auch schlau gewesen. Sieht ja gut aus. Zack, willkommen auf der Oberfläche. Ja, hübsch. Einfach hübsch. Hübsch. Hübschi. So. Ja. So ist das. So, hier, ja, rein ins Haus. Schnell nach Hause. Besucher hier? Nö, gut, ab ins Lager. Oh Gott, die Musik. Die Musik müssen wir gleich mal ändern. In gute Laune Musik. Nein. So. Erde ist voll. Na toll. Ach Mann. Bodenschätze. Oh Gott, Kohle hätten wir echt mal ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ein rohes Hühnchen, wow. Na, können wir mal schön Chicken Wings machen. Ist auch schlau, dass ich jetzt die Kohle weggeräumt habe. Aha. So. So. Ein bisschen Cobblestone sollten wir mal behalten. Weil wir verbraten die immer so schön. Was nicht sehr schlau ist. So, Drops, Pfeil, Knochen, Feder, was Posten, da kommen die Schleimbälle rein, ich glaube die brauchen wir echt nicht mehr. Tintensack. So. Dann können wir die Chicken Wing können wir hier noch reinhauen. So. Und, Gott, wie war denn das jetzt so mit dem... Wir brauchten für den Verzauberungstisch 2 Diamanten. 1, 2. Und die wurden so und so angeordnet. Dann kam, glaube ich. Oh Gott, wie war denn das so? Oben Redstone? Oder so Redstone und hier Cobblestone und. Ah, keine Ahnung, ich habe es wieder vergessen. Alles klar, na gut, das ist nicht das Problem. Schauen wir dann gleich nochmal nach. Da ist noch Schwarzpulver, was ich noch weg kann. Drops, Schwarzpulver. Den Apfel packen wir jetzt mal hier hin. Alles klar. Alles klar. Die Frage ist ja auch, wo packen wir die dann hin? Wir wollen ja, also der Plan war jetzt so einen schönen Raum zum Verzaubern zu bauen. Entweder hier hin, da ist ja nur noch Unmengen an, also einiges an Platz. Oder man baut den einfach woanders hin. Man kann ja hier unzählige Gänge reinbauen in dieses Haus. Oder wir ziehen uns eine Wand rein, bauen uns eine schöne Bibliothek. Was mir persönlich besser gefallen würde, am besten so hier auf dem Dachboden. Aber dazu müsste man die Wände erstmal gleichmäßig machen. Dann wird der Dachboden natürlich auch mal einiges kleiner. Was aber glaube ich nicht so tragisch wäre. Okay, wir schnappen uns einfach mal ein bisschen Holz und dann testen wir das Ganze aus. Also das heißt ein bisschen Holz, wir nehmen natürlich viel Holz. Zack. Muss reichen. Bücherregale können wir jetzt glaube ich noch nicht so viel machen, da wir ja noch Leder benötigen. Davon haben wir nicht so viel. Zucker haben wir jetzt, Zuckerrohr haben wir glaube ich auch nicht so viel. Na, schauen wir mal. So, dann machen wir das hier alles zu mit Holz. So, der Gang bleibt offen. So. Weg. So, so. Ich glaube, das Holz wird jetzt nicht so wirklich reichen. Wir noch ein bisschen mehr mitnehmen müssen.
Oder? Oder? Theoretisch hätte man jetzt auch Erde dazwischen stopfen können. Aber scheiß mal drauf. Ja, toll. Uns fehlt noch einiges an Holz. Also rennen wir nochmal runter. Ist ja alles kein Problem. Das wird wahrscheinlich eins der wieder reichen, aber... Tja, wir nehmen jetzt einfach mal mehr mit. Da müssen wir nicht immer tausendmal hin und her rennen. So. Dann kommt hier noch Holz rein. Theoretisch kann man hier so einen Gang reinmachen. Mal gucken, wie das aussieht. So. Hat was. Dann müssen wir hier einen weg. So. Und schon ist unser Dachboden gleichmäßig 3 hoch. Oh. Hier muss noch was rein. Okay, wie es aussieht, brauchen wir doch so viel Holz. Na gut, dass wir wieder ein bisschen mehr mitgenommen haben. Oh, jetzt ist hier dunkel. Ich will aber wieder ein paar Fackeln anbringen. Und zwar hier ist noch einer. Weiter haben wir jetzt hier gar nichts. Ja, es wird wahrscheinlich wieder zu dunkel sein. Aber mal schauen, ob uns dann die Creeper wieder besuchen kommen. Apropos Creeper, könnten ja mal pennen gehen. Ich wusste es. Was, wo? Wo bist du? Ich finde dich. Skelett. Nicht getroffen. So. Ein Dorfbewohner-Zombie. Oh. Und noch ein Zombie. Der Zombie hat uns auch schon gesehen. Da, Spinne. Ich glaube, ich spinne. Alles klar. Und es wird wieder hell draußen. Wollen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr schlafen gehen. Alles klar. Und dieses Lied ist ja immer noch der Hammer, aber irgendwie läuft es ganz schön oft in letzter Zeit. Vielleicht sollte ich doch mal bei Gelegenheit die Playlist aussortieren. Oder umsortieren, oder... Nee, wisst schon. Mal schauen. Okay. Dann würde ich sagen, beende ich erstmal die Folge. Nachdem ich diesen Creeper hier zerstört habe. Oh Gott. Was macht wie immer im Lager? Oh, mein Schwert ist weg. Nein. Oh. Oh, ich raste aus. Inventar voll. Wir haben nur noch eine Kiste. Ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Na gut. Dann craften wir uns mal schnell noch eine Kiste. Geht die Folge halt noch mal ein paar Sekunden länger. Ich glaube, wir hatten noch Kisten. Holzkram. Genau. So und so. Dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. Hier auch. Stein. Cobblestone, Stein. Hier war Erde. Oh, ja.
klick, 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 klick. Ein mit der Erde. Oh, das gibt's ja nicht. Ein Creeper im Lager geht natürlich mal gar nicht. Der hat hier nichts zu suchen drin. Geh rausspielen. Diese überall chillige Musik passt jetzt auch gerade mal so gar nicht. Ich bin voll in Rage. So, Stein, Treppen, Stufen, nein, Stein, die Schilder brauchen wir, das Holz hat hier anscheinend aber nichts abgekriegt, oh Mann, das war jetzt eine Aktion, Erde, da kommen noch die hin, so. Okay, Tropenholz. Wie ist die Kiste? Normalholz. Hier war Sand drin. Sand. Erde. Und uns fehlt ein Schild. Hier ist noch mehr Erde. Schilder haben wir zum Glück noch genug. Eins reicht ja erstmal. Steck. Genau, Steck und Stetz und Steu und Stett und Stein. Stein, alles klar. Dann packen wir hier die Erde noch rein. Über den Stein. Haha. Und die Kisten wieder weg. Am besten die Bodenschätze auch mal wieder hier rein. Redstone. Obsidian packen wir hier bei Restposten rein und dann hammert. Dann müssen wir uns bloß in der nächsten Folge ein neues Schwert craften. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall sehen wir uns jetzt denn doch endlich im nächsten Part wieder. Ciao, Zen!